Okay, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Hier habe ich noch was übersehen. Ja, was Wichtiges haben wir übersehen. Mizora. Ihr seid die Töpferin, die ihr Will für euch retten soll. Natürlich, das ganze Gerede von Sariel. Ich hätte mir denken sollen, dass ihr lügt. Was haben wir denn hier? Moment, ich muss den Augenblick genießen. Genau das. Go on and gloat, bow to your pretend crowd. All done? Good. Now enough sniffing around and get me out of this thing. Na. Freit wie sonst infiziert der Kult euch. Ihr werdet sicher ein loyaler Sklave. Schichte dich an alles erinnern, was du über Teufel und ihre Verträge weißt. Auftreten und sagen, dass du eine Formel kennst, um einen Pakt zu brechen, pseudo-teuflischen Phasenrummeln. Armes Ding, ich lasse euch da raus. Schön bringen wir es hinter uns. Einschüchtern kann ich eigentlich nicht so sehr, aber gut, versuchen wir es. Haben wir trotzdem gut geschafft. Incredible. You actually think you hold the winning hand? So ziemlich. Fine, I'll play your game. But I amend the pact. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with Illithid symbols. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. Deine Stärke, deine Kraft zusammen, die Kerl kannst du mit dem Fuß aufbrechen. Das Gerät auf der linken Seite nur suchen, das Gerät auf der rechten Seite nur suchen. Also zurücklassen. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. You recognize the marking from the Nautiloid, an Illithid symbol meaning unleash. Gut, wenn sie ihn verspricht. Den Verstand mit dem annullieren Gerät für uns aktivieren. Die Frage ist, was davon heißt jetzt, also annullieren oder auslösen? Ist jetzt den heißt auslösen jetzt die Larve auslösen und sie zum Mainflayer machen oder? Ich muss sie gerade mal nach annullieren googeln. Ach, auslöschen. Zunichte machen, für nichtig erklären. Aha. Wünsche mir Glück. Was nicht auslösen heißt, dass er. Ah, okay. Jetzt halte ich an dein Wort. Sonst können wir dich auch wieder einsperren. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. 6 months? Are nine hells so few that you would make our lives a tenth? Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Zu den Höllen mit euren Bedingungen durchtrennt. Jetzt, wie es packt, dürfen euch durchtrennen eure Kehle. Ein ganzes halbes Jahr, ihr liebt zu scherzen, mit Schultern zu 600 sind keine allzu lange Zeit. Hexenmeister macht mehr Ärger, als er wert ist. Not going to happen.
But I do like your spunk. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. Schön für ihn. Nimmt diese Geschichte auch noch ein Happy End. Und er ist immer noch hier. Wundert mich nicht. Ich würde schon diesen Part beginnen und schon mal würde mir zwei Fragen stellen. Die kann ich euch jetzt stellen. Wie zum Geier Stavlor hier rausschaffen will. Und wie zum Geier wir es hier rausschaffen wollen. Also, aber das ist ein anderes Ding. Ihr erinnert euch noch an den letzten Part, wo wir hier reingehüpft sind. Ziemlich weit runtergefallen. In diese Richtung. Glaube ich. Nein. Genau, gegenteilige Richtung. Ich glaube, da müssen wir runter. Ich höre lautes Boden auf dem rechten, auf dem linken Ohr. Okay, wo sind wir jetzt hier reingelandet? Oh, der nächste Kampf. Wir haben nicht mehr genug Energie für einen Bosskampf. Oh, das sind einige. Ich hoffe, das überleben wir noch. Ich habe gerade nicht gespeichert. Das ist ein bisschen schlecht. Scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Wo sind wir hier hineingeraten? Gutes Würze. Hier mussten wir hin, oder? Da gab es noch einen anderen Weg. Gab bestimmt noch einen anderen Weg. Gut, dass wir nicht gespeichert haben. Ich schicke mir hier was. Jetzt nach hinten. Wenn das geht. Wahrscheinlich zu weit weg. Nicht genug Bewegungsrate. Verdammt. Sehr schön. Fuck yes. Na komm, die kriegen wir. Sag mal. Das gehört sich aber nicht. Das war Karnachs Zug. Nicht deiner. Toll, daneben. Die werden wir schon irgendwie schaffen. Zombies? Okay. Ich hoffe, die stehen nicht wieder auf. Wenn wir sie einmal erledigt haben. Wir müssen auf den Kopf zielen. Irgendeinen großen bei sich. Haben wir den einen Todesritter gesehen? Schön, was drauf zu haben. Na toll. Ich muss ein bisschen heilen. Als erstes mich selbst. Hm.
Kritscher-Treffer. Richtung in den ganz Bando beim Ausschalten. Sehr schön. Das hat was gebracht. Kritscher Fehlschlag, das finde ich ja sehr schön. Dafür war der umso besser. Und wieder einer tot. Kommen die paar Zombies irgendwo hin. Oder die kriegen uns hin. Je nachdem, was zuerst passiert. Ach du Scheiße, was ist er dann? Todeshürde. Karl, die jetzt hier nicht verschwinde drauf. Ah, sie ist wieder frei. Ach komm schon. Ich muss hier weg. Ist die Heilerin muss überleben. Ein 51er Zombie. Wow. Ist nicht mehr. Ein großer Zombie. Können wir uns vielleicht irgendwie aus der Schussbahn bewegen? Man kann doch gerade echt damit aufgehen. Ja, genau. Und wir haben glaube ich schon andere Schlachten gestartet. Aber das hier ist irgendwie. Die weichen auch so gut aus. Es ist ein bisschen. Es gefällt mir nicht, was wir hier sehen. What the fuck? Wir müssen gleich neu laden. Karlach tut, das geht ja nicht. Wir haben bei einem Versuch fast den Kampf gegen dort in der Vorhalle dort geschafft, gegen die Ork-Dame. Und die Verzweiflung war in so einem Kampf. Das ist doch nicht wahr, oder? Wir nehmen einen anderen Weg, oder? Das scheint ja sowieso eine Sackgasse zu sein. Ich meine, die sind alle fast tot, aber uns haben wir trotzdem noch hingekriegt. Stop, kaum zu fassen. Okay, na weniger. Nicht gut. Noch einer weniger. Und Gott! So, unsere beiden Kämpfer sind tot. Was ist denn das hier? Der beschwört einen weiteren herauf. Da kommt jetzt der große. Das ist den großen haben wir noch gar nicht mal. Wir müssen das gleich nochmal versuchen. Das geht doch hier nicht. Was zum Henker? Vielleicht ist es, weil wir angeschlagen sind. Das ist ja wirklich ein. Es ist. Was tun wir hier?
Einen richtigen Bossfight haben wir noch vor uns. Und damit tun wir uns selber weh, aber was soll es? Okay, das war nicht gut. Was tust du denn? Halt nicht. Das endet katastrophal. Sind auch noch ein Leben, oh Gott. Und der nächste tot. Als ob. Das können wir jetzt schon neu laden. Naja, ist hier interessant. Der ist interessant, der Boss. Der Todesflöte. Auf den müssen wir nicht bekämpfen. Ich werde es noch zu Ende versuchen, aber. Bis G und ich tot sind. Und versuchen einen anderen Weg. Ich glaube, das ist ein Ablenken. Na toll. Das können wir nicht direkt vor uns. Scheinbar nicht. Können wir dabei drauf gehen. Sind doch alle fast tot. Die, die wirklich was können, sind tot. Er schafft irgendwie immer das Help. Generierte neue Gegner. Müssen wir ihn eigentlich haben, als erstes zu kriegen. Wenn wir es wirklich darauf ankommen lassen würden. Okay, Gail ist tot. Und ich auch gleich. Okay, dann befreien wir nochmal. Oh Gott. Machen wir den Scheiß mit der. Mit Töpfen nochmal. Dürfen wir jetzt nicht vergessen. So, da wir danach nicht gespeichert haben. Ich lerne es auch. Ich, bis zum Ende dieses Let's Plays werde ich es nicht lernen. Dass ich immer speichere. Man muss hier wirklich das Spiel, also das ist, dass da keine Autos, es gibt teilweise Autosaves, aber die gelten irgendwie nicht zum Zurücksetzen. Das ist irgendwie, man muss hier wirklich darauf achten. Man muss Speicher-Spamming betreiben, sonst wird es frustrierend. Man muss hier wirklich speichern. Man hat irgendwas geschafft, speichern. Man hat das nächste geschafft, speichern. Man geht durch eine Tür, speichern. Man muss hier wirklich. Und was halbwegs Wichtiges geschafft, speichern. Kommt da mal. That's
By Grazit's cock, it's about time you came. Go on. All done? Good. Now, enough sniffing around and get me out of here. Es klappt jetzt nicht. Natürlich. Wir versuchen noch was nicht. Speicher spammen. Das ist es ist nicht wahr. Mit der Tante Ladebildschirme. Mal wieder. Und sonst so. Und hier noch was vor. Außer diesen Part gucken. Könnte ereignislos werden, wenn es so weitergeht. Ich hatte gehofft, eigentlich heute das Finale in der Schattenwelt zu machen, aber weil jetzt hier da ein verzweifeln. So kann man sich täuschen. Hatte ich eigentlich schon in der letzten Folge vor. Und das Spiel baut hier natürlich noch eine ganze Unterwelt zusammen. Während des Bossfights. Ich würde mal gerade hier speichern. That pod. By Grazit's cock, it's about time you came. Go on. All done? Good. Now enough sniffing around and get me out of this thing. Nein, Spiel, du kriegst mich nicht. Mal schauen, wie viele Versuche wir hier brauchen. Wir haben es beim ersten Versuch schon geschafft, also es ist eine Zahl, die wir schaffen können. Ist nicht so eine hohe Zahl, das sind 30. Ein halbwegs gelungener Wurf und wir haben Charisma-Bonus. Das müssen wir hinkriegen. Na ja, komm schon. Let's go. Das sind aber sehr hübsche Ladebildschirme. Das muss man sagen, diese Artronix. Hier haben wir die Goblin-Höhle, wo die drei Anführer getötet haben. Ja, die hier. That pod. By Grazit's cock, it's about time. Go on. All done? Good. Now enough sniffing around and get me out of this thing. Wie gefallen euch denn diese Ladebildschirme? Hier stehen auch immer ganz interessante Sachen drunter. Verwende Pulse 1, um die Kamera auf den gewählten Charakter zu zentrieren. Nie gemacht. Die Randscrollgeschwindigkeit kann im Spielbereich des Optionsmenüs angepasst und deaktiviert werden. Okay. Interessant. Ganz interessant. Die Spieletipps, die ich mir nie wirklich durchlese. Verwende im Kampf U, um die taktische Sicht aufzurufen. Auch nie benutzt. Das sind so Sachen. Geht ja auch ohne.
man sich das nie durchliest. So. Passiv wirken, das ist nicht verbogene Tests, sondern gegen den Aufstand. Mhm. Sieh dich gründlich um, ja, sonst würden wir sowas hier verpassen. Den großen Spielspaß hier. Oh, ist das nicht? That pod. By Grazit's cock, it's about time you came. Go on and hold on. Good. Now enough sniffing around and get me out of this thing. Na geht doch. Incredible. Clause F set now. Your eyes turn to the control panel. The controls are open to your tadpole's command. To ich glaube, das auf der rechten Seite war. From the Nautiloid, an illithid symbol meaning unleash. Good work. As for the clause said, ignorant thing. It's always the term, not. But don't you fr- Oh! So, das hätten wir jetzt mal. So, die Richtung waren wir. Versuchen wir es mal in dieser Richtung weiter. Ne, die andere. Da waren ja die Todesboten. Oder vielleicht geht es auch dort lang. Ja, wir müssen hier unten runter müssen wir. Ne, müssen wir nicht. Wo müssen wir überhaupt lang? Vielleicht da oben. Versuchen wir es mal. Vielleicht finden wir hier irgendwann mal den Bossfight. Wäre auch mal schön. Sieht schon besser aus. No, Tochter. Wo ist denn hier der? Wo ist denn euer Chef? Könnt ihr mir das mal sagen? Tot und lang vielleicht. Geht's hier irgendwo weiter oder? General Thorn was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Wo ist denn der Herr Thorn? Vorsicht, wird hier wirklich eine wahre Seele beschuldigen? Täuschen, dass es denn missverstanden sich wurde beauftragt. Bei der Vernichtung dieser Verräter zu helfen. Das muss jetzt mal klappen. Na komm. Ja, bitte. So 29, dann haben wir bis zum 30er geschafft. I have no need for a throw. You could merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. Wo ist denn der gute Form? Not design, but... Könnt ihr jetzt mal verraten, wo wir den finden? Ich hab da nur eine Rechnung mit dem offen. Irgendwie nirgendwo. Also vielleicht hinter der Tür, wo wir den... über den Fight hatten.
Ich hoffe nicht. Sieht leider schlecht aus. Außer hier runter vielleicht. Da gibt es noch einen Weg und da noch. Frag mich gerade eins. Haben wir die noch hier? Wir hätten doch eine Glocke. Nur ein Kampfflug, okay. Wäre doch mal eine Überlegung wert. Ich weiß nicht, welche Tür führt jetzt noch zu dem. Welche führt jetzt wohin? Ich speichere hier mal. Speicherstand sperren. Versuch's mal hier. Na, die ist falsch, die Tür. Ja, Kontrolle. Bleib mal draußen hier. Das sieht ein bisschen besser aus. Sollte man vielleicht mal versuchen. Da sieht es zumindest nicht so aus, als würden hier 100 Gegner auf uns warten. A whole fleet of Nautiloids. How many true souls have passed through this place? Die Bombe können wir mal gebrauchen. Die Bombe ist jetzt reingelagert. Frischer Verstand. Ist nichts. Okay, gibt es ein paar Dinger. Genesung. Moralapparat. Oh, sehr schön. Können wir gebrauchen. Mal schauen, wo es das hinführt. Hinab. Oh. Kampfbereit machen. Tyrosfleisch ist auch sehr appetitlich. So, auf geht's. Presence in your mind builds to a roar. Seeds of Nanos. The Absolute is behind this door. The Absolute? Nein, gehen weg, gehen. Na, auf in die Schlacht.
Ich hoffe, wir übernehmen das. Da sehe ich Leute. Transporter. Ach, hier haben wir das Licht dort. Die müssen wir uns holen. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker. Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? Your own true soul, flaunting it under your nose all this time. And you ran from them. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. Ja, schaut sich bitte gegenseitig aus. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. He must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow, army and the weapon in tow. Not true. The Edict of Bane! The Lash of Baal! Da werden uns die Bosskämpfer des nächsten Kapitels angekündigt, wie es ausschaut. Es war aber klar, dass das in Baldur's Gate nicht aufhört, solange nicht am Ende des Abenteuers angekommen sind. Testament of Merkel. Was zum Henker ist das? Elderbrain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Okay. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. Okay, tu das nicht. Ihr könnt uns nicht zum Sterben verdammen. Nur zu, wir haben keine Chance gegen diese Übermacht, wenn wir es gemeinsam. What choice do I have? More than just a goddess counts with my courage. Whole worlds hang in the balance. Bitte, Gail, so darf es nicht enden. Wir finden einen anderen Weg gemeinsam. Haltet ein, das ist nicht eure Entscheidung. Ihr habt recht, wir haben keine andere Wahl. Das ist das, also das Ende aller Enden. Nee. I have no desire to end your life. You know that. To end it? To struggle on? Nein, Gail. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so. Will ich noch einen Kämpfer verlieren? Schattenherz habe ich schon verlieren. I'll stand down to stand by you. Dankeschön. Und geht zu verlieren, das wäre ein harter Stück Rückschlag. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Ich ging, was ist ohne Kampf hin, weil gegen die. The whip.
in das Megahirn gegen shredded flesh will serve us. Ja, dann nun. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. Sieht so aus, als müsste man nach Baldur's Gate, um Baldur's Gate aufzuräumen. Erst seit dem Ketherick vorn. Und gehen wir nach Baldur's Gate und schaffen die beiden aus dem Weg. March on Baldur's Gate. We go to prepare. Das ist nicht gut. Ich dachte, wir scheiden hinaus. Ja, das lief ja nicht so gut. Sie, Kevin Thorn. So viel Karre, ein Spiel hat er nicht mehr. Warte, vielleicht können wir mal schleichen, dass der uns nicht mitkriegt. Erstmal die hier befreien. Es wird schwierig. Wenn wir es nicht schaffen, müssen wir es im Kampf tun. Ich brauche die dringend im Kampf. Wie kommt die weg so jetzt? Oh nein. Vielleicht verkackt. Na, wenn sie sich jetzt noch bewegen könnten. Oh, verdammt. Da müssen wir so schnell wie möglich darüber kommen. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away. Absconded with the prism. Einer muss darüber ran. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Wir nur ein paar Parasiten loswerden, um den ganzen Lösungsplan ein Ende zu machen. Und euch gleich mit. Und was ist mein Platz, Kefrick? Und warum ist euch das Prisma so wichtig? Finer champions than you have tried and failed. But perhaps they lacked the fear that drives you. Your freedom hanging in the balance. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. Uh-huh. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. Ich hoffe, I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Ich habe die Befürchtung, dass das so sein wird. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Ah, eher nicht.
Mal schauen, ob wir das diesmal schaffen. Na denn. Wir müssen uns mal auf Effekt konzentrieren. Ich sollte mal versuchen, wird mal nach vorne stürmen, wenn das geht. Das Punkt nicht erreichbar. Fantastisch. Seebiester. Der Moskee vielleicht. Und dann muss man gucken, dass er hier rüber kommt. Das war klar. Focus your attack, soldiers. Wir müssen sie irgendwie befreien. Ja, das ist dieses. Die brauchen wir. Ach du Scheiße, Gale. Gale ist wieder am Sterben. Ist aber klar. Ach du Scheiße, sind die Zehen. Und Gale ist nicht im Arsch. Okay, ist jetzt am Marsch. Großartige Unterstützung. So viel dazu darüber zu kommen. Und Kleidung brauchen wir nicht. 4%. Na, das war ja vorauszusehen. Wenigstens einen ausgeschaltet. Na komm. Ein Gedankenschinder weniger. Wir haben den hier unten noch. Fünf Prozent. Könnte schon viel schlafen, na toll. Den Versuch war es wert. Kann man ihm irgendeinen Schaden hinzufügen? Jetzt versucht haben wir, mit jemandem darüber zu kommen. Ready for this. Beste Chance bisher. Fehlschlag. Natürlich. Versuchen wir hier rüber zu kommen. Wenn wir Karlach da eindeutig drüben brauchen. Sehr schön. Okay, müssen wir mal aufhelfen. Sehr schön.
Unverwundbar. Ja, komm, versuchen wir das dann noch. Vielleicht können wir den Kampf ein bisschen verlagern auch da hinten. So, da vielleicht mal hinkommen. Tödliche Befehle. Vielleicht bevor sie tot ist. Sie befreien. Nicht gut. Fesseln ausschalten. Wouldn't want that to scar. So nämlich. Und den Game müssen wir noch befreien. Sehr schön. Jetzt ist er wieder dran. Nicht gut. Jetzt werden alle auf Karlach feuern. Wenn sie es schaffen. Wir müssen jetzt mal hinkommen. Können wir die Ketten irgendwie aufbrechen? Ja, wie? Ich hoffe, die irgendwie zu befreien. Befreien, das ist schlecht. Wie sollen wir das denn jemals schaffen? Wenn er unzerstörbar ist. Wie sollen wir ihn vernichten, wenn er unverwundbar? Ja, schön. Können wir hochklettern und in Lava schubsen. Allgemein keine so gute Idee, hier oben zu sein. Könnte man die eher gebrauchen. Ja, sag ich doch. Okay, wäre irgendwie wichtig. Wenn wir sie nicht retten können. Was können wir denn überhaupt tun? Unverwundbarkeit kotzt mich halt irgendwie an. Sind wir komplett verloren oder? Eine Idee wäre es, den mit gegen die Lava zu schubsen. Ansonsten ist das hier ein aussichtsloser Kampf. Können wir gleich aufgeben. Ich bin ein Bewegungsrad, das ist ja fantastisch. Können wir ihr helfen?
Ah, Seelenkäfig. So nämlich. Incoming. Na dann. Kämpf für uns. Wie kannst du den Unbesiegbaren besiegen? Die sind jetzt nicht wirklich eine Hürde. Wo sind denn die anderen hier? Da drüben sind die. My path be true. Back in your cage. Focus your attack, soldiers. Na komm. Kannst du ihn irgendwie sterblich machen? Bevor wir drauf gehen. Vielleicht. Das gehen um die Überleben. Ich brauche alle Heilinge auf mich selbst. Das ist eigentlich nicht gut. Was können wir gegen ihn tun? Kann sie etwas gegen ihn tun? Das sieht gut aus. Wir haben hier wieder ein Problem. Jetzt nicht mehr. Ich muss mal Geld helfen. Mit höchster Eiszeit. Rein können wir hier nicht mehr wirklich. So ein bisschen. Siedlung nicht erreichbar. Was hast du denn da vor dir? Vielleicht die nächste. So nämlich. Rough Tempest I will raise. Let's light them up. Kritischer Treffer. Oh, oh, nicht gut. War es nicht der einzige, der ihn verletzen konnte? Fehlschlag. Sieht nicht gut aus. Können wir ihn jetzt angreifen? Ich versuch's mal. Fehlschlag, na toll. Das freut mich doch. Ich hab nichts zu verlieren, ich kletter da mal hoch.
können wir ihn ablenken. Genau so. Natürlich sind das 4 Schläge. Das bringt nicht viel, aber ein bisschen. Komm auch mal hoch. Ich hab den geschaffen, damit er nicht sie angreift. Nice. Hat wohl doch geklappt. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Merkel, Lord of Bones. I am ready. I am yours. Sag nicht noch eine Phase 3. Die halte ich nicht aus. Wir sind so am Arsch. Mach mal Hops. Als ob wir den jetzt besiegen können. Ach du Scheiße. Bitte nein! Das schaffen wir nie. Ich habe doch alle meine Spells raus. Ich bin so am Arsch. Wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Ist das dein Ernstspiel? Du willst mich verarschen. Dann bleibt mal bitte hier unten. War ein schöner Versuch, oder? Wir sehen uns dann im nächsten Versuch. Ich hoffe, es gibt so ein Teilisch Save Point. 9%, vergiss es. Ach du Schrecklich, wir sind so dumm. Viel stark natürlich, was sonst. Wir sind alle am Arsch und heilen kann ich nicht mehr. Und was soll der Versuch überhaupt noch? Ich meine, das könnte man schaffen, wenn wir geheilt wären, aber. Und wir sollten das in Erwägung ziehen. Damit gehen wir uns dahin stellen und das beenden. Okay, nicht schlecht. Ich mach dich wieder runter. Genau deswegen.
als ob wir das jetzt schaffen. Kritischer Fehlstart. Als ob wir das jetzt mit knappen, als ob wir den Gott des Todes jetzt hier abschlachten können. Ich glaube es dir selbst nicht. Schlecht. Und damit dir. Viel stark. Wie toll. Oh, sehr schön. Als ob wir das jetzt noch schaffen. Ich will es gar nicht glauben. Ich bin in Bewegungskraft. Please, Mistra. Können wir am nächsten Zug angreifen? Nicht schlecht. Jetzt ist der jetzt noch mal wieder dran. Und jetzt ist er tot. Aber nicht tot, aber am Sterben. Gehen wir es am Leben bleiben. Na komm. Als ob. Kannst du gerne mal erzählen. Mit dem Tod bezwungen. Kurz vor knapp. Impossible. Nein. Death cannot take me. Ich will jetzt noch eine Runde mit dem. Vergiss es. My Lord, hear me. Nein. No, no, da halt jetzt wirklich nicht aus. Vergiss es, Leute. Wir klappern auf dem letzten Endspiel rum. You have no idea what you've done. Na komm, jetzt schwer durch den Hals. Isabel. Oh. Hübsches Leuchten in den Augen. Jetzt ein magisches Leuchten in den Augen. Ich hätte mal was vor hier. Catherick's Netherstone. It's in his armor. Take it. That hit the spot. Was für ein Stein? Wir können ihn looten. Machen wir mal Level ab. Das war mein Kampf. Uff. Tod bezogen. In death, the body is cooling. But energy radiates from the stone. Oh, remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw.
held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Was sind das für Steine? Ich bin hier, weil ich ein Heimel gesucht habe, aber vergeblich. Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? Kefrik hat sich in Kampf verwandelt. Was war das? Eine Frage nach dem anderen. Alles irgendwie. Perhaps not a cure, but you found the source of your infection and the reason for its abnormality. The crown atop the Elder Brain. Its markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese? These chosen are powerful indeed to have such magic in their command. Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. Da wissen wir unsere nächsten Bosse. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketherick was a follower of Merkel, which means the absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Auserwählte der Toten, drei. Was machen wir jetzt? Gibt es überhaupt Hoffnung, wenn die Götter die Hand im Spiel haben? Wir haben gerade einen Gott ja, zu Tode. Ich wurde doch nur ein Parasiten los, wenn ich mit Göttern kämpfen. Ja, irgendwie schon. I know. But this is the only way. This is the battle of our lives and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. Das habe ich durch bisher ganz gut gemacht. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Oha. Kefrik's Kriegshammer. Kefrik's Schild. Oh, ein Vorratspaket. Das ist ja nackt. Warte mal kurz, können wir... mit dem aufheben. Mich um ihn ins Lager zu packen. Ich habe was anderes mit ihm vor. Oh, hier haben wir ihn gepackt. Werden kann man nicht. Oh, schade. Never a dull moment. Jetzt haben wir den Weg zurück. Portal zur Oberfläche. Ja. Wollen wir erstmal hier raus und dann Stufenaufstieg machen? Und erst Stufenaufstieg und dann Partlingers erreicht. Zum Nahe können wir noch nicht. Also würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Wir gehen an die Oberfläche. Ich hoffe, da warten keine weiteren Kämpfe auf uns. Das Level Up wartet noch ein bisschen auf uns. Gut. Danke fürs Zuschauen.
fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal an der Oberfläche wieder. Machen einen schönen Schnitt. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.